Okay, also herzlich willkommen zu unserem Webinar Skyway, diese innovative Transporttechnologie, die in den letzten Wochen und Monaten ja tatsächlich internationales Interesse ja, erreicht hat und immer mehr in aller Munde ist, ganz besonders seit dem 29. November, wo ja mit dem Unibike im Ökopark die erste Fahrt gestartet worden ist. Und wer möchte, der kann auch dieses Jahr, wir wissen noch nicht genau wann, April oder Mai, am Ökofest der Investoren in Minsk mit teilnehmen. Diese innovative Transporttechnologie, ja, wird meiner Meinung nach auch in den nächsten Jahren, Jahrzehnten noch viel von sich reden machen. Um was geht es heute? Natürlich um den Gründer dieser Technologie, die Vorteile der Technologie. Die Technologie, mein Steckenpferd natürlich an sich. Ich finde es auch sehr wichtig, dass man die Vorteile oder die Inhalte dieser Technologie erklärt, weil es gibt ja sehr viele Transportmöglichkeiten und wir werden uns vielleicht fragen, ja, warum ist besonders Skyway so interessant? Das wird hier sicherlich ganz klar daraus hervorgehen. Dann werden wir die Verkehrsmittel kennenlernen, das ja, Crowdfunding-Produkt Ökotechnopark, von dem ich eben schon gesprochen habe. Wie sieht es mit der Vermarktung aus, die Projekte? Und zum Schluss, wenn Fragen sind, dürfen Sie auch die eine oder andere Frage stellen. Ja. Zunächst schauen wir uns mal den Gründer an, den Wissenschaftler, den Erfinder dieser gigantischen Technologie, Anatoli Eduardowitsch Junitsky. Ja, er ist ein Visionär, das erkennt man einfach daran, weil er diese Vision, die ja seit fast 40 Jahren bei ihm wächst, an der er festgehalten hat, an der er gearbeitet hat und nicht locker gelassen hat, bis er eben seine Anerkennung bekam und bis er eben sein Ziel erreicht hat, was wir jetzt haben, nämlich jetzt geht es dann in die Verwirklichung. Junitsky oder Anatoli Junitsky, wie wir immer kurz sagen, ist auch eine Persönlichkeit im wissenschaftlichen Bereich, nämlich er ist der Autor von 140 Erfindungen. 30 seiner Erfindungen wurden auch lukrativ umgesetzt in der ehemaligen UdSSR mit einem wirtschaftlichen Nutzen von 100 Millionen Rubel. Er ist der Verfasser von 18 wissenschaftlichen Monographien. Das sind Arbeiten, die sich mit einer Arbeit, mit einem Gegenstand befassen. Dann der Verfasser von mehr als weiteren 200 wissenschaftlichen Arbeiten, also nicht gerade wenig. Zudem ist er Mitglied des Bundesverbandes der UdSSR Astronautics seit 1986 und aus seiner Astronautenzeit stammt auch diese Idee, diese Vision mit Skyway. Ursprünglich, man sieht das Buch in seiner Hand, wollte er Spaceway. Und wer vielleicht das mal mitbekommen hat, auch in Amerika hat die NASA jetzt gesagt, der Transport muss in den Weltall. Hochinteressant. Ja, das war auch seine Idee. Und ich habe vor kurzem gehört, dass also Baburin tatsächlich jetzt mit Amerika, mit der NASA schon verhandelt, wegen dieser Idee, die also auch in Amerika jetzt aufgekommen ist und vielleicht mit der Verwirklichung auch zum Spaceway. Spaceway war seine ursprüngliche Idee. Daraus entstand jetzt die einfachere, günstigere Vision Skyway. Aber wir sehen, auch das könnte tatsächlich verwirklicht werden in den nächsten Jahrzehnten. Dann ist er Mitglied der Russischen Öffentlichen Akademie der Naturwissenschaften seit 2000. Und natürlich, er ist der Erfinder dieser gigantischen Transporttechnologie, dieser String-Transporttechnologie. So, ja, ich habe erwähnt, er ist ein Visionär und das muss man auch sein, wenn man 40 Jahre das Ganze verwirklicht. Und wenn man bedenkt, er hat die Zulassung vor dem russischen Verkehrsministerium, darum hat er immerhin 15 Jahre gekämpft, erst jetzt bekommen, im vergangenen Jahr, im März wurde dieses Dokument hier ausgestellt, im Januar hat er seine Technologie nochmal in einer mehrstündigen, ja, in einem mehrstündigen Vortrag vorgetragen.
Aber die Ausführung hat er bereits 2014 gestartet, werden wir noch heute noch hören, eben über Crowdfunding, über Privatinvestoren, weil alle anderen haben ihm nicht geglaubt. Wir sehen hier auch noch eine Vielzahl von Patente und Auszeichnungen, aber auf die gehe ich natürlich jetzt nicht im Einzelnen ein. Das ist meiner Meinung nach jetzt nicht so wichtig. So, was ist Skyway? Warum ist das für uns so besonders interessant? Nun, es ist ein modernes, ökologisch vor allen Dingen angepasstes und auch sicheres Transportsystem auf der zweiten Ebene. Was bedeutet das? Wir sehen es hier schön in den Bildern. Es ist nicht unten auf der Erde, sondern in der Luft. Es ist ein spezielles konstruiertes Stringstruktursystem. Und auf diesem Schienensystem bewegen sich entweder eben als Hochbahn oder als Hängebahn diese Fahrzeuge. Diese Schienen sind angebracht auf 6 bis 10 Metern, meist in den Städten, außerhalb der Ortschaften sogar auf 15 bis 30 Meter Höhe. Das Interessante ist, man kann in diese Stringschienenstruktur auch noch eben Infrastruktur, Stromkabel, Telefonleitungen, Internetleitungen mit einbinden, sodass das Ganze eben multiple genutzt werden kann. Wir sehen hier eben schon zum Beispiel zwei Zusteigemöglichkeiten, aber da werden wir noch das ein oder andere sehen. So, wo liegen die Vorteile dieser grandiosen Technologie? Einerseits natürlich in der Verkehrssicherheit. Sie sehen jetzt immer hier diese Vergleichsbalken bei den einzelnen Faktoren hier bei der Verkehrssicherheit. Skyway mit 100% immer zugrunde gelegt. Eisenbahn nur halb so sicher. Die Straße, da brauchen wir gar nicht drüber reden, nur 1% davon, also Einschienenbahn, Magnet, Schwebebahn, auch kein Vergleich. So, zum Thema Verkehrssicherheit. Wir haben 1,24 Millionen Verkehrstote weltweit. Das ist nicht gerade wenig und das Ganze mit Tendenz auf ja, Zunahme von 50% bis 2020. Ja, wirklich erschreckend. Wir sehen es ja auch ganz deutlich im Bild, diese Kollisionsgefahr mit anderen Fahrzeugen, mit Fußgängern, mit Fahrrädern, mit anderen Bussen, Straßenbahnen und so weiter, die ist bei Skyway komplett ausgeschlossen. Es spielen noch andere Faktoren mit rein, die werden wir dann über die Technologie noch sehen. Ja, zum Thema Umweltfreundlichkeit, natürlich, das ist einer der Hauptfaktoren, zumindest für mich. Warum ist Skyway im Vergleich, man sieht es ja auch wieder, deutlich im Vorteil mit anderen Transportsystemen? Wir haben hier keine staubbildenden und umweltschädlichen Erdaushüben. Das heißt, bei einer Straße müssen wir ewige Erdarbeiten haben, Hügel aufschütten und so weiter, brauchen wir nicht, diese Pfeiler brauchen nicht so sehr viel Platz. Sie haben einen extrem niedrigen Energiebedarf, werden wir noch einiges hören. Keine Störungen von Tierwanderungen, hier auch ganz deutlich in dem Bild zu erkennen. Keine Eingriffe in den Grundwasserspiegel, was hier auch eine ganz große Rolle für uns spielt. Und keine Abgase, Tausalz oder auch Reifenabrieb, wie zum Beispiel auf der Straße. Weiterer Faktor ist auch die Bequemlichkeit, der Komfort. Auch hier sehen wir weit abgeschlagen mit allen weiteren ja, Konkurrenten, wie wir das vielleicht so bezeichnen könnten. Das liegt einfach an der hohen Ebenheit der Fahrstrecke. Wir haben hier eine schnittfreie Stringschienenstruktur. Sprechen wir bald die Zunge ab. Was heißt das? Natürlich müssen diese Schienenteile miteinander verknüpft werden. Aber die werden ganz glatt geschliffen. Das spielt auch bei der Technologie, beim Lärm auch eine große Rolle. Aber natürlich auch für den Komfort, weil es nicht ruckelt, nicht zuckelt, das ist ganz, alles ganz eben und für uns natürlich sehr angenehm. Und es verursacht natürlich auch ganz geringe Fahrgeräusche, was ja auch wichtig ist. Kurze Wartezeiten, man spricht von einem Tür-zu-Tür-System, das heißt in den Städten, hier natürlich außerhalb fährt die Bahn hohe Geschwindigkeiten, in den Städten, in den Bahnhöfen. Das Ganze ist einfach ineinander verwoben, das werden wir dann noch an den weiteren Bildern sehen. Dann ist das Ganze automatisch gesteuert, also nicht durch Menschenhand, sondern über Computer. Dadurch hat man eben auch
leichte Anlaufbeschleunigung und Bremsen. Zusätzlich hat man ja auch keine Kreuzungen, die das Ganze noch erschweren würden oder unseren Komfort einschränken würden, weil Richtungswechsel ist in den Türmen, die wir auch später noch sehen werden, eben angezeigt. Und ganz wichtige Faktoren sind natürlich für diejenigen, die diese Transportsysteme betreiben, die Baukosten und die Betriebskosten. Bei den Baukosten liegen wir auch, man sieht es hier deutlich, also im Vergleich zur Magnetschwebbahn ist es ja ganz krass, die kostet das 18-fache. Auch die normale Eisenbahn das Doppelte, die Kraftfahrbahn das Vierfache und so weiter. Also die Baukosten, warum sind die so niedrig? Erstens einen geringen Flächenbedarf, zweitens geringe Kosten eben für Erdarbeiten und wesentlich geringeren Bedarf an Stahl oder Stahlbeton, wie zum Beispiel zu anderen Hängetransportsystemen wie die Eisenbahn oder Magnetbahn oder auch die Eisenbahn. Zu den Betriebskosten, auch hier sehen wir wieder die anderen weit abgeschlagen, die Magnetbahn sogar das 30-fache, auch die Straße das 12-fache, also richtig krass hier der Unterschied. Ja, woran liegt das? Erstens mal, ich sage jetzt mal zu den Mehrfachtransporten wie Eisenbahn und so weiter, das Ganze ist allwettertauglich, egal wie das Wetter ist, ob stürmt, ob schneit, ob es regnet, ob es glatt ist, spielt keine Rolle. Die Bahn kann immer fahren, es gibt keine Ausfälle. Niedriger Kraftstoffverbrauch, man spricht hier also wirklich von unter einem Liter bei Dieselkraftstoff. Dann automatisierte Steuerung, ein bedienarmes System, das heißt, man braucht kein Personal, ist alles computergesteuert, spart natürlich auch Betriebskosten. Und man kann mit hohen Geschwindigkeiten sich fortbewegen, was auch noch Zeit spart. Man kann wesentlich schneller sich fortbewegen und das Ganze ist dann auch noch unterstützt. Das werden wir dann später bei der Technologie sehen. Durch die Automatisierung, die Bahn kann ja tatsächlich mit geringem Abstand, das heißt im 2 Sekunden Takt kann die starten, nur mit 2 Sekunden dazwischen bei Bedarf. Und das legt sich natürlich auch bei den Betriebskosten nieder. So, jetzt komme ich zur Technologie, zu dieser grandiosen Technologie, die für mich wirklich einzigartig ist und wo ich mir immer sage, ich habe meinen Beruf verfehlt, ich hätte Ingenieur werden sollen und dann bei Junitskis Team mitarbeiten. So begeistert bin ich von diesem System. Wir sehen uns links im Bild unten, ich versuche es jetzt mal wieder mit meinem Pfeil, die Schiene an als Querschnitt, wenn er mitspielt. Okay. Hier haben wir in der Mitte ein Bündel vorgespannter Stahldrähte. Und die sind so straff gespannt, dass man aktuell die Pfeile bei 50 Meter Distanz hat. Das soll aber in naher Zukunft schon 400 Meter Distanz diese Pfeiler haben können und auf sich gesehen dann weiter auf 1 Kilometer und letztendlich dann auf 3 Kilometer Distanz von einem Pfeiler zum anderen. Und das soll alles durch diese extreme Vorspannung und diese Schienenkonstruktion möglich sein. So, dieser String, wie man das nennt, dieses Bündel vorgespannter Stahldrähte ist umgeben von einem Befestigungselement und das ist wiederum hier befestigt an Schienengehäuse. Und dieser Zwischenraum hier, der ist mit einem Spezialbeton ausgefüllt. Und zwar ist das eine Spezialkörnung, die in unterschiedlicher Stärke ist, mit dem Vorteil, dass es eben diese Schwingung, die die Stahlschiene normalerweise hat, eben extrem dämpft und dadurch sehr leise wird, aber auch natürlich eben diese Festigkeit erreicht. Und dadurch haben wir natürlich eine extreme Lärmeinschränkung. Zudem haben wir hier oben noch die Schiene selbst. Die schauen wir uns gleich noch näher an. Man sieht auch schon ganz deutlich, sie ist sehr breit, sehr eben, eben auch schnittfrei. Und durch diese Breite hat sie auch eine gute Auflagefläche, was auch wieder wesentlich eine Rolle spielt bei der Lärmminderung. Man spricht davon, wenn die Skyway-Bahn vorbeifährt, soll es so sein wie ein Blätterwald, wenn er mal richtig schön rauscht. Also das haben wir mit Sicherheit bei der normalen Eisenbahn nicht. Wenn die oft mal quietscht und so weiter, dann kann das schon ganz schön laut werden. So, wir haben hier
verschiedene Schienensysteme. Auf der einen Seite die flexible Schnittfreistringschienenstruktur, die wird eingesetzt, zum Beispiel im Gebirge, kann ich mir vorstellen, ähnlich wie bei einer Seilbahn, nur halt eine Schiene. Dann haben wir hier die halbstarre Schnittfreistringschienenstruktur, die wird eingesetzt beim, ja, bringe es nicht fertig, bei diesen Hängebrückenmodell, ja, wird doch noch zu schaffen sein. Und es werden wir uns dann noch etwas näher anschauen. Und dann natürlich die starre Konstruktion dieser Stringschiene, die wird natürlich hauptsächlich bei Überlandfahrten, regional Überlandfahrten, aber teils auch in den Städten verwendet. Der Unterschied zwischen diesen einzelnen Schienen ist auch vor allen Dingen die Geschwindigkeit. Hier bei diesen kann man Geschwindigkeiten bis zu 150 Stundenkilometern zurücklegen und hier immerhin bis zu 500 Stundenkilometern. Hier haben wir noch zwei Aufhänger, einmal die Hochbahn als Schiene und einmal die Hängebahn als Schiene. So, ein weiterer Faktor, der auch eine wichtige Rolle spielt, erstens mal für den Energiebedarf, aber auch für den Lärm, das ist eben der Windwiderstand. Und der Windwiderstand ist bei Skyway extrem niedrig. Man spricht hier von 0,5 Windwiderstand. Wenn wir jetzt im Vergleich nehmen, zum Beispiel einem Rallye-Fahrzeug, da sind wir bei 0,3 bis 0,4 Windwiderstand. Oder der Intercity zum Beispiel, der ja auch schon sehr windschnittig ist, liegt bei 0,2. Das schlägt sich natürlich extrem nieder beim Energiebedarf, aber auch beim Lärm, was für uns Menschen natürlich auch sehr interessant ist. So, und hier kommen wir auch wieder zu einem, ja, Modell, wie man tatsächlich extrem Energie sparen kann, nämlich bei Distanzen von 500 Meter bis 2 Kilometern kann man das so berechnen, dass man tatsächlich aufgrund der Erdanziehung, der Gravitation, komplett ohne Energie diese Fahrzeuge voranbewegen kann. Hier in diesem Beispiel fährt die Bahn mit 113,8 Kilometern, weil hier die Schiene 50 Meter in die Tiefe geht und hier wieder hoch. Und das auf einer Distanz von 1 Kilometer. Und bedingt durch diesen Höhenunterschied wird die Gravitation ausgenutzt, damit man keinen Energiebedarf nach unten, aber auch keine Energie, um ja die Bremswirkung nach oben zu haben. Und so kann man hier tatsächlich auf diesen Kilometer von A nach B komplett ohne irgendwelche Energie diese Fahrzeuge vorwärts bewegen. Das sind übrigens schwimmende Inseln, wie zum Beispiel die Ölinseln, die man ja schon kennt. Diese Türme, die werden sicherlich auch interessant sein, kann ich mir vorstellen, später mal als Geschäfts- oder als Touristenzentren oder was auch immer. Oder vielleicht auch als Wohnungen, wer das gerne möchte. So. Ein weiterer Vorteil dieser Technologie ist natürlich auch, wir haben schon erwähnt, die Sicherheit, weil es sich auf der zweiten Ebene abspielt, keine Kollisionsgefahr mit irgendwelchen anderen Fahrzeugen, Menschen, Fahrrädern und so weiter. Aber auch, dann werden Sie vielleicht sagen, oh Gott, wie ist denn das, wenn jetzt hier ein Sturm kommt? Und auch da ist hier vorgesorgt, nämlich man hat hier ein spezielles Anti-Entgleissystem eingebaut. Und zwar sorgt dieses Rad hier, das an der Seite mitfährt, wenn jetzt ein schwerer Sturm käme und das Ganze würde eben entgleisen in Anführungszeichen, das heißt nach unten kippen, sich um 180 Grad nach unten bewegen, würde es nicht entgleisen. Also und das ist eben gewährleistet durch diese Konstruktion, durch dieses spezielle Anti-Entgleissystem. Man sieht hier auch wieder schön diesen String und hier eben diesen Spezialbeton. Ein besonderes Rezept, das, wenn man das mal so sagen darf, das natürlich Junitzki nicht bekannt gibt. Und das Rad ist auch noch besonders interessant. Wie gesagt, schon allein die Schiene ist interessant, weil sie sehr breitflächig ist. Wir haben sie hier. Und dieses Rad liegt auch hier ganz eben auf. Das heißt, es kann sich nicht nach links oder rechts bewegen. Im Vergleich hier ein Eisenbahnrad. Hier sieht man ganz deutlich diese Aufspaltungen. So kann das nach links und rechts sich mal bewegen, wenn es bremst und so weiter, dann quietscht es, was bei der Skyway-Bahn nicht der Fall ist. So, dann haben wir hier schon mal einen Faktor weniger, eben die Reibung,
ist anders, kein Hin- und Her-Wackeln, spart uns wieder Energie und spart uns vor allen Dingen auch Lärm. Und zum Thema Lärm gibt es noch einen wichtigen Faktor bei diesem Rad, das wir hier unten im Querschnitt sehen. Das mag er wieder nicht, mein Teil. Wir sehen hier diese Glattheit dieses Rades und dieses Rad hat eine Besonderheit, denn die Skyway-Fahrzeuge haben die Motorisierung nicht wie bei einem Auto in einem Getriebe, im Gehäuse, sondern hier in diesen Rädern. Und dadurch hat man wesentlich weniger Lärmaufkommen. Und dieses Spezialrad wird Junitzki und sein Team auch nie aus der Hand geben. Das wird er immer selbst herstellen. Zumindest wurde mir das gesagt. So, und ich habe ja schon erwähnt, diese Bahnen können alle 2 Sekunden starten im Bedarfsfall. Sie werden sagen, so schnell können ja die Leute nicht einsteigen. Mag sein, die Leute nicht, aber die Beladung von Transport Fahrzeugen ist sicherlich durch die Technologien, die mit integriert werden, möglich. Und warum ist das Ganze machbar? Weil das Ganze auch gesteuert wird durch bisher schon vorhandene, ja, Steuerungssysteme wie Stereokamera, Laserstreckenmessgerät oder Radar und was es sonst noch alles gibt. Haben wir jetzt schon, also Junitzki und sein Team, sie bauen auch alles ein, was schon gut ist. Und was man einfach auch brauchen kann. Warum was Neues erfinden, wenn es doch schon da ist? Also meiner Meinung nach auch eine gute Variante. Und bedingt auch durch diese ja, Steuerungssysteme und dass alles computergesteuert ist, kann man auch in Städten extrem hohe Verkehrsleistungen erreichen bei der Personenbeförderung. Komme ich aber dann noch dazu, wenn ich zu den Personenfahrzeugen komme. So, diese Skyway-Technologie. Ja, wo liegen hier Ihre Anwendungsgebiete? Im Prinzip überall. Natürlich im Gütertransport, das ist ein ganz wichtiger Faktor sogar. Was kann man transportieren? Schüttgut, Erz, Baustoffe, Kohle, was auch immer. Containertransport, dann Transport von besonderen Gütern, vielleicht auch gefährliche Güter, Stückgutbeförderung, Walzgas, Waldstahl, Holz, Holzmaterialien, Baumstämme. Dann auch Flüssiggüter wie zum Beispiel Wasser, Milch, aber auch Erdöl, Erdölerzeugnisse und Erdgas. Und das werden wir uns dann noch mal etwas näher ansehen. Interessant ist es auch für die Schifffahrtsindustrie. Skyway hat vor, eben die Häfen ins Meer hinaus zu verlagern. Die Bahn soll dann auf Schienen zu den Schiffen hinausfahren. Dort die Beladung oder Entladung sollte dort erfolgen, aber auch vielleicht der Personenaus- und Zustieg, sodass die Häfen wieder uns Menschen gehören. Und ja, da gibt es natürlich eben besondere Voraussetzungen, eine gewisse Entfernung, die Tiefe muss stimmen und so weiter. Ich gehe aber hier nicht ins Detail ein. Ich glaube nicht, dass das für uns so wichtig ist. Ja, und wie gesagt, auch für die Erdöl- und die Erdgasindustrie ist es hochinteressant. Warum? Erstens mal, weil es schon 35 bis 40% günstiger ist wie die ja, Erdöl- und Erdgasbeförderung jetzt über die Pipeline. Weil erstens mal ist man hier topologieabhängig, das heißt, ja, Höhen, Tiefen muss man Erdöl, wenn es durch so ein Rohr, durch eine Pipeline muss, dann muss es ja immer schauen, muss man immer schauen, dass es nach unten geht. Ansonsten braucht man Pumpen nach oben. Sieht übrigens auch gar nicht so besonders schön aus, muss ich sagen. Aber gut, dann ist das sicherlich auch noch abhängig vom Wetter. Wenn es recht gefriert, kann ich mir vorstellen, dass hier nichts geht. Ja, die Frage mit Ebbe und Flut, die können wir gerne im Anschluss bei den Fragen behandeln. Ja. Und bei der Skyway-Bahn, bei diesem Schienensystem, kann ich das Ganze in solche Kapseln eben geben. Und in diesen Kapseln kann ich das Ganze erstens mal sortiert, je nach, ja, ich sage jetzt mal, Fördergebiet abfüllen. Ich kann auch verschiedene Qualitäten abfüllen. Ich kann in eine Kapsel zum Beispiel Erdgas, in die andere Erdöl einfüllen und ich kann auf der Schiene gleichzeitig Hochbahnen, Tiefbahnen fahren lassen. Ich kann sie in 2 verschiedene Richtungen fahren lassen. Ich kann auch
Personen transportieren oder Lebensmittel. Man hat hier keinerlei Einschränkungen. Also das sind natürlich die wesentlichen Vorteile, dass es eben diese Mehrfachnutzung und vor allen Dingen die Nutzung in verschiedene Richtungen, Hochbahn, Tiefbahn zur gleichen Zeit. Und das geht natürlich mit einer Pipeline nicht. Und so ist es natürlich auch für die Erdöl- und Erdgasindustrie hochinteressant. Ja, und dann natürlich auch die normale Verkehrsindustrie, die Personenbeförderung und dann eben nochmal den Frachttransport im Anschluss. Personenbeförderung, da haben wir ja jetzt schon die verschiedenen Richtungen, erstmal den interregionalen Verkehr, hier auch den interregionalen Skyway-Verkehr, vergleichbar zum Beispiel Regionalbahn, Intercity und so weiter, nur eben auf der Schiene, viel kostengünstiger, viel ökologischer. Hier mit Höchstgeschwindigkeiten bis zu 500 Kilometern extrem, Kapazität über 100 Fahrgäste und der Verbrauch, das ist hier wirklich hochinteressant, 0,7 bis 0,9 Liter pro 100 Personenkilometer bei einer Geschwindigkeit von 360 Stundenkilometer. Was heißt 100 Personenkilometer? Einfach 100 Kilometer mit 100 Personen und bei der Geschwindigkeit von 360 Stundenkilometer. Dann haben wir natürlich noch den Regionalverkehr. Der ja, hat eine Höchstgeschwindigkeitskapazität bis zu 300 Stundenkilometern, auch Kapazität Personen über 100. Ich weiß, es gibt Bahnen bis 160 Personen, Fassungsvermögen. Kraftstoffverbrauch hier bei 200 Stundenkilometern, auch bei 0,5 bis 0,7 Liter Diesel. Wenn man das Ganze noch, das habe ich jetzt eben nicht erwähnt, mit Elektrizität betreibt und das wird der Hauptantriebsfaktor sein, immer. Man kann alles nutzen in den Skyway-Bahnen, man kann Batterien nutzen, man kann Elektrizität nutzen, man kann Diesel, Benzin, alles, was eigentlich möglich ist, kann man einbauen, aber schwerpunktmäßig wird Skyway hauptsächlich Elektrizität nutzen und die wird immer dort verwendet, wo sie am besten ökologisch abgebaut werden kann. Sprich, Russland wird wahrscheinlich, ich kann mir vorstellen, Windenergie nutzen. Dubai wird man eher sagen, Sonnenenergie, um einfach diese Stromleistung zu erreichen. Das wird der Hauptfaktor sein, aber man kann in die Fahrzeuge Mehrfachnutzung einbauen. Das heißt, ich könnte eine Batterie einbauen, ich könnte Dieselmotor einbauen, ich könnte auch Strom einbauen. Und das spielt also keine Rolle, was ich hier so mache. So, dann im Stadtverkehr ist es natürlich auch hochinteressant. Wir sehen es hier links unten im Bild. Hier hat man Höchstgeschwindigkeiten bis zu 150 Stundenkilometern, also im Vergleich zum Auto ziemlich zügig, würde ich sagen. Eine Beförderungsleistung von über 20.000 Fahrgästen pro Stunde, bis zu 25.000, soweit ich weiß sogar. Und das Ganze ist 20- bis 30-faches billiger als die U-Bahn, aber auch wesentlich billiger als die Straßenbahn. Genau aus diesem Grunde ist ja auch Rotuk, der ja in Australien hier schon das Ganze vorantreibt, auch so interessiert. So, und jetzt kommen wir zum Frachtsystem. Skyway hat ja auch Frachtgutverkehr. Wir sehen hier oben im Bild ein Modell, das ja mit einer Geschwindigkeit bis zu 120 Stundenkilometern unterwegs ist, eine Tragfähigkeit bis 100.000 Tonnen, das muss man sich mal vorstellen. Die Beförderungsstrecke liegt bei bis 5.000 Kilometern und da muss man sich schon mal vorstellen, 5.000 Kilometer bei diesem Fahrzeug. Ein LKW kann nicht nonstop fahren, weil die fahren ja computergesteuert. Das heißt, diese Fahrzeuge können erst einmal alle 2 Sekunden mit 2 Sekunden Abstand fahren und können noch 5.000 Kilometer am Stück zurücklegen. Sowas gab es ja bisher überhaupt noch nicht, weil der Mensch ist halt nun mal da, der braucht noch seine Ruhephasen. Hier mit Elektronik nicht. Man sieht auch links oben im Bild schön, wie es zum Beispiel beladen werden kann auf einer Hochbahn. Hier ein paar Sekunden laden die etliche Tonnen während des Fahrens in diese Fahrzeuge ein. Hochinteressant. Oder hier als Hängemodell, hier
Das habe ich eben auch. Bei Hängemodellen habe ich natürlich nicht diese hohe Geschwindigkeit, nur 40 Stundenkilometer und eine Tragfähigkeit von 5 Tonnen, aber trotzdem auch und eine Beförderungsstrecke von bis zu 200 Kilometern. Ja, das wird wahrscheinlich, denke ich mir, mehr im Stadt- oder Regionalbereich eingesetzt werden. Wir sehen ja auch hier nochmal ein Hängemodell. Das Ganze sieht man ganz deutlich, wird hier eben mit Internettelefonen oder Funkleitsystemen gesteuert. Hier ist auch bei einem Hängemodell eine automatische Abfüllung. Also alles hier automatisiert. Der Mensch wird hier nicht mehr so sehr gebraucht, aber dafür wird es andere, wieder andere Aufgaben geben. Und der Risikofaktor Mensch ist natürlich dadurch auch ausgegrenzt. So, zum Frachtgut-Transportsystem noch ein paar wichtige Faktoren, warum es in vielen Ländern, unter anderem speziell, das wissen wir von Australien, von Rotuk, so interessant ist, weil es erstens natürlich die Natur schon eben, die Tierwanderung, das sieht man ganz deutlich, nicht beeinflusst. Dann ist es unabhängig von der Geländegestaltung, haben wir ja schon gehört, auch in Bezug auf die Erdölindustrie, aber auch unanfällig gegenüber Wetterphänomenen, zum Beispiel Überschwemmungen. Ja, was man hier auch sagt, da könnte ich vielleicht das gleich mit einbinden, die Frage mit den Häfen, Ebbe und Flut. Die Frage ist doch nur, man weiß ja ungefähr, wie Ebbe und Flut funktioniert, wie hoch das Meer geht, und das kann man ja anpassen. Und ich habe ja erwähnt, anfangs ist, man kann die Bahn ja bis zu 30 Meter Höhe in die Höhe bauen. Also das kann man sicher ja alles einbauen und man geht ja auch nicht so weit dann raus, sondern nur, dass eben wieder Platz für die Menschen da ist. So, dann komme ich noch im Detail ein bisschen auf die, ja, Fahrzeuge der Zukunft, sage ich jetzt mal. Links ein Modell von den Stadt- und Regionalbahnen. Rechts im Bild haben wir, wo mein Pfeil da so rumspielt. Das ist ein kleineres Modell der Highspeedbahn und in der Mitte haben wir zwei verschiedene Arten von Unibikes. Die gibt es hier, so wie man sieht, als Hängemodelle und man spricht auch davon, das wird das zukünftige Auto. So, hier haben wir ein Zweischienenverkehrssystem, eine Hochbahn in der Stadt, rechts auch ein Stadthängebahnmodell und hier haben wir wieder zwei. Ja, zukünftige Autos, sage ich immer, ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Links im Bild, wie zum Beispiel als Hängemodell am Fluss entlang, wunderschön, da kann man doch da das alles sich anschauen. Oder rechts, das sieht ja auch sehr schnittig aus, so könnte ich mir jetzt den künftigen Porsche vorstellen, als auf der Schiene oben eben das Unibike. Die Unibikes wird es geben von 1 bis 5 Personen. Und das Ganze wird alles automatisch gesteuert. Das wird einen Computer-Intus haben. Man kann das sogar ausbauen mit Fitnesscenter, mit Betretmöglichkeiten, mit Scan-Maschinen oder Scan-Computern, die messen, ob ich, ja, sage ich mal, ob mein Blutdruck stimmt und so weiter. Also man spricht hier, das Unibike wird ja das Smartphone sein, wo wir früher jetzt das Auto ist. Das Telefon oder das Handy und das Unibike wird von der Technik her eben das Smartphone sein. Okay, bitte die Diskussionen in den Workshop verlagern hier. So, hier haben wir die Skyway-Verkehrsmittel, hier als Fern- oder Überlandsverbindungen, so könnte das aussehen. Das sind dann eben diese sogenannten Highspeed-Bahnen, auch als Hänge oder als Hochbahnen. Hier haben wir zwei verschiedene, ja, Bahnhofslösungen. Eine hatten wir in einem Bild am Anfang schon. Bahnhofslösungen sind meistens dann auch eben Kurvenelemente, wo man also auch die Richtung wechseln kann, wie hier oder hier geht die Schiene hier hinten weiter. Sieht man nicht so, wenn man nicht so genau hinschaut. Hier auch wieder eine typische Bahnhofslösung hier eingebaut in ein Rundell. Warum? Weil man hier einfach auch die Richtungen wechselt in die verschiedenen Richtungen. Und ich fahre hier rein, fahre rundherum und dann wieder zurück. Zum Beispiel ist ein integrierter Bahnhof. Oben Parkanlagen, ganz typisch für die Ideen von Junitzki und seinem Team. Hier einen Kreuzbahnhof im Außenbereich. Also all die Ideen
sind schon da. Und hier, das ist die Vision, wie später die lineare Skyway-Stadt aussehen soll, wenn man neue Städte macht. Und zwar wird man hier überall diese Türme haben. Diese Türme werden natürlich die Zusteigemöglichkeiten sein in die verschiedenen Richtungen. Und unten wird sich dann das Leben abspielen und alles wieder grün sein, wenn nicht mehr zugepflastert durch Straßen, sondern oben wird eben transportiert und die Erde gehört wieder den Menschen. Man muss dieses Bild mal auf sich wirken lassen. Ich habe auch schon gehört, dass einer sagt, ja, diese Türme sind ja nicht gerade schön in der Landschaft. Ich finde schon, weil die werden alle auch sehr bepflanzt. Das ist einfach alles Ansichtssache. Ich finde es auf alle Fälle viel schöner wie die ganzen Autobahnen und so weiter. So. Und nun kommen wir eben zum Skyway Ökotechnopark. Dieser Ökotechnopark, der wird ja derzeit über Crowdfunding von Privatinvestoren finanziert. Und wir können eben Teil dieses Ökoparks, wir können uns mit unseren Geldern, wenn wir möchten, hier mit einbringen. So, welche Funktion hat dieser Skyway Ökopark? Einerseits ist er wichtig natürlich für die Vorführung, weil die Länder, die eben diese Bahn eben haben möchten oder integrieren wollen in ihre eigenen Transportsysteme, die wollen natürlich erstmal sehen, ob das Ganze funktioniert. Und da war ja eben am 29. eben dieses Event, wo das Unibike erstmals vorgezeigt wurde in der Mitte auf der Regional- und Unibike-Strecke. Hier sieht man auch ganz deutlich, hat man ein Hängebrückenmodell mit eingebaut. Hier hinten finden wir die Frachtstrecke, hier hinten wird man das, dann das Be- und Entladen zeigen und hier vorne entsteht dann die Highspeed-Strecke. Die ist jetzt erst im Bau, noch nicht fertig und auch da hinten ist auch noch alles im Bau. Die haben ja hier, man muss sagen, Bau dauert ja eine gewisse Zeit. Die haben im September meines Wissens angefangen, 2015 mit dem Bau und sie sind schon sehr, sehr weit. Aber trotzdem dauert halt alles so seine Zeit. Und in diesem Park sind schon einige Vorführungen passiert, eben sehr viele Gespräche in der Vergangenheit. Hier nochmal ein Bild von oben gewesen. Das werde ich dann noch beim Rückblick nochmal alles zeigen. Dieser, wie gesagt, dieser Ökotechnopark wurde mit 240 Millionen US-Dollar geschätzt und mit der Projektumsetzung von 2015 bis 2018 festgelegt. 2015, wie gesagt, September. Meines Wissens, den Grundstein hat man schon ein bisschen eher gelegt, diesen 0-Kilometer-Stein, aber 2015 hat man eben dann mit dem Bau begonnen. Wenn welche immer gefragt haben, warum sieht man das nicht auf Google von oben, ganz klar, weil die machen ja nicht alle halbe Jahr neue Luftaufnahmen. Und 2018 eben soll das Ganze abgeschlossen werden. Die Finanzierungsquellen sind hauptsächlich ja die auf Crowdfunding. Es gibt ein paar Großinvestoren, die haben 15%. Und die anderen 15% sind eben bei der Eurasian Skyway System Holding und die geben eben, die werden eben finanziert über die Privatinvestoren, wie jetzt uns, über uns Kleininvestoren. Wir dürfen hier ausnahmsweise auch mal bei einem wirklich Weltprojekt davon partizipieren. So, und man sieht es hier im Bild, das heißt 50 Länder sind hier ja investitionsmäßig beteiligt, das stimmt schon lange nicht mehr. Meines Wissens sind es zwischen 108 und 120 Länder, die mittlerweile hier integriert sind in den unterschiedlichen ja, Höhen natürlich. Aber und diese, ich sage jetzt mal, diese Technologie, die wurde auch hier in dem Businessplan und auch von externen Schätzern auf 400 Milliarden US-Dollar Material, Immaterialgut wert geschätzt. Was heißt das, wenn die Skyway weltweit ausgebreitet ist und ausgebaut ist, dann wird es einen Wert haben von laut den Schätzern um eben von 400 Milliarden US-Dollar. Ob das noch reicht, das bezweifle ich fast, denn das Interesse ist im Moment so groß, dass ich glaube, dass das gar nicht mehr reicht.
Wir haben hier in Schon, wo mein Pfeil ist, diesen sogenannten 0-Kilometer-Stein, der eben 2015 gesetzt wurde von hier aus, eben von Mariana Gorka in der Nähe von Minsk, wo der Ökopark, Ökotechnopark sich befindet. Dort ist auch dieser 0-Kilometer-Stein und der ist umpflastert hier. Man sieht hier diese Pflastersteine und diese Pflastersteine sind wie Weißrussland oder Belarus eben aufgelegt und in der Mitte eben dieser 0-Kilometer-Stein. Von hier aus soll diese Technologie in die Welt hinaus gegeben werden. Rechts im Bild sehen wir noch Junitzki, er kniet und gräbt drei Dosen ein. Soweit ich weiß, sind das 15 und ich weiß nicht, 50 oder 100 Jahre. Da hat er eben reingeschrieben, was mit Skyway passieren wird. Und in 5 Jahren, beziehungsweise 10 oder eben 50, beziehungsweise 100 Jahren, das weiß ich nicht so ganz genau, sollen diese Dosen eben wieder ausgegraben werden und geprüft werden, ob seine Vision sich erfüllt hat oder nicht. Das Ganze fand eben am 17. Oktober 2015 statt. So, und jetzt kommen wir zu den einzelnen Entwicklungsetappen dieser Technologie. Das Ganze wurde eben entwickelt, geistig entwickelt, auf dem Papier entwickelt, sage ich jetzt mal, von Junitzki seit 1977-78 bis 2014. 2014 hat er dann gesagt, so, jetzt mag ich nicht mehr, ich will endlich, dass das Ganze verwirklicht wird. Dann hat man die RSW gegründet und hat angefangen, über Crowdfunding eben Gelder zu sammeln, um damit eben das Design für die Fahrzeuge zu entwickeln. 2015 gingen dann diese Crowdfunding-Gelder erstmals eben in die Bauvorhaben, sprich in den Ökotechnopark Mitte des Jahres. Und jetzt befinden wir uns aktuell im Bereich Zertifizierung und Demonstration. Demonstration begann eben mit dem 29.11. Zertifizierung, auch da werden wir noch ein bisschen was hören, hat auch schon. Ja, der Startschuss ist schon gelegt und die Gespräche und die Abschlüsse sind schon gemacht. Und dieses Jahr soll es eben in die Markteinführung gehen. Was heißt Markteinführung? Natürlich, Firmen werden gegründet, es wird angefangen zu bauen. Und Vorreiter ist hier ganz klar Australien. So. Hier ein paar, ja, jetzt kommen wir zum Thema Vermarktung, Messe, Inspiration. Wir haben natürlich hier einige Pressemitteilungen. Es gibt mittlerweile schon wieder viel, viel mehr, die alle zahlreich berichten über diese Technologie. Und wie ich eben schon erwähnte, Vorreiter oder war und ist eben Rod Hook. Rod Hook, der schon 2015 nach Minsk gereist ist und sich in Minsk mit Junitzki zusammengesetzt hat und seinem Team und so begeistert war eben von dieser Technologie, dass er gesagt hat, er möchte das umsetzen. Und so hat man, wer meinen Jahresrückblick gesehen hat, also hat man auch gesehen, dass eben die ersten Gespräche, glaube ich, schon letztes Jahr im Mai stattgefunden haben mit diesem Projekt, eben Universität in Flinders. Die haben eben eine besondere Herausforderung, die müssen auf eine ziemliche Höhe rauf und wissen nicht, wie sie ihre Studenten von A nach B, das heißt von der Uni zum Campus befördern können. Und da war eben die Idee entstanden durch Rod Hook, der sich hier einsetzt, dort eben mit der Skyway-Bahn zu starten. Erstens mal für Vorführungszwecke und eben dann einfach, um das Ganze schon mal dort zu verwirklichen. Hier steht hier rechts im Bild eben mit einer Miniatur Skyway-Bahn. Und hier in der Mitte ist eben der Zeitungsartikel, wo er eben mit Junitzki eben spricht. Hier Rod Hook, damit wir hier nicht, wer ihn nicht kennt, hier ist Rod Hook und hier ist eben Junitzki. Und hier diskutieren sie eben gerade über die Pläne von Flinders. Dieses Flinders-Projekt, wir sehen es auch hier in der Mitte, diese Universität bei Nacht. Das hat sich aber etwas verzögert, weil man das Ganze ausweitet, weil man dort noch ein Riesengebäude erbaut mit 30 Meter Höhe, mit eben Einkaufsmöglichkeiten und Parkmöglichkeiten für die Studenten. Und deshalb wird das Ganze erst letztendlich jetzt 2018 wahrscheinlich verwirklicht.
Aber das heißt noch gar nichts, denn Rotuk ist ja schon überall unterwegs gewesen, in den ganzen Städten, hat schon mit zig Bürgermeistern gesprochen, dass eben zum Beispiel Jünli, wo man anstatt der Straßenbahn eben die Skyway-Bahn bauen will, man will hier eine Highspeed-Strecke bauen von Melbourne nach Sydney und vieles mehr. Aber was auch noch viel interessanter ist in Australien und auch in vielen anderen Ländern, das ist der Frachttransport. Australien, man hat hier in diesem Bereich die ganzen Minen und Bergwerke und hier sind die Menschen. Und man muss hier diese Fracht, also diese Ergebnisse, Erzeugnisse, muss man hier hin transportieren. Und Australien ist ja nicht gerade klein. So, jetzt hatte man immer die Thematik, Straßen, hier diese langen LKWs, dann natürlich die Herausforderung, wie wir es ja schon in den Bildern im Vorfeld gesehen haben, Überschwemmungen, schlechtes Wetter und so weiter, dann können die vielleicht gar nicht fahren. Und so hat man natürlich immer hier Verdienstausfälle. Und das könnte man super eben in den Griff bekommen, wenn man hier überall die Skyway-Bahn, die Skyway-Linien baut. Weil die sind erstens wetterunabhängig, überschwemmungsunempfindlich und so weiter. So, zum Thema Vermarktung oder Bekanntwerden. Das Ganze startete im vergangenen Jahr ganz groß natürlich in Bezug aufs Bekanntwerden mit der InnoTrans in Berlin im September. Wir sehen hier ein paar Bilder. Vor allen Dingen interessant auch dieser Sessel, der ist so ergonomisch konstruiert, dass es noch keine Firma gab, die das machen konnte bis dahin. So musste in den Skyway selbst produzieren. Jetzt geht es mir ein bisschen zu schnell. Dann haben wir hier noch ein Gespräch mit den amerikanischen Finanzexperten Chris Principe, der meiner Meinung nach sehr wichtig ist, denn er hat eben diese Information hinausgetragen in die Welt mit seiner FinFuture, seiner neuen Zeitschrift, und die hat er eben in Genf verteilt bei 3000 Bankern kostenlos. Rechts im Bild eine Delegation aus Irland, die auch bauen wollen. Ich gehe jetzt nicht auf die Details ein, sonst wird es zu lang. Dann die Ausstellungen, die folgten auf die großen Erfolge von der InnoTrans, nämlich die Ausstellung Transport und Logistik in Minsk. Hier Junicki im Gespräch mit dem stellvertretenden Ministerpräsidenten der Republik Belarus. Weitere Einladung erfolgte. Beide sind erst eingeladen worden, eben durch die InnoTrans. Auch hier die Einladung zur Energy Expo in Minsk vom 11. bis 14. Oktober. Wir sehen hier rechts im Bild. Interessant, auch einer, der jetzt im Januar sich mit Junicki trifft. Ich weiß nicht, in Moskau, glaube ich, und dann natürlich auch nach Minsk. Der japanische Botschafter, die haben dort eine Messe in Moskau, die wollen auch mit Junicki verhandeln. War auch sehr angetan. Dann folgte in Melbourne eine Messe. Dort hat Rotuk wieder die Skyway-Technologie vertreten. Er hat ja eine eigene Firma gegründet. Und wir sprechen hier von der Skyway Australia. Ist ja alles zeitgleich, sieht man an den Daten. 10. bis 14. Oktober wieder zeitgleich war eine Delegation beim Umweltforum in Rom vom 13. bis 14. Oktober. Hier war auch der Umweltminister von Italien ganz begeistert von der Technologie. Dann folgte noch Ende des Jahres nach der Vorführung am 29.11. die Messe Transport of Russia. Und wir sehen hier einige Bilder, links Vertreter von Medien. Da waren einige da, die hochinteressiert waren an der Bahn. Der Gouverneur der Region, Herr Sergei Morozov, und der Verkehrsminister der Russischen Föderation, Maxim Sokolov. Wir sehen ihn links im Bild, der mit der Krawatte, der so nach oben sieht, und rechts im Militärgewand, der stellvertretende Leiter der Eisenbahn. Bundesverkehrsbehörde Igor Mitsuk. So, und jetzt kommen wir natürlich zu dem, zur Ausführung, zur Verwirklichung. Und das haben viele mit Spannung damals beobachtet. Am 29. Ich sage es immer wieder, ich hing schon um 8 Uhr am Periskope, weil Sibiriakow überträgt das ja immer sehr schön, und habe mit Spannung zugesehen, ob alles funktioniert, ob es Unibike fährt. Es fuhr hier noch auf der leeren Schiene, weil die Schienenfüllung, die ist ja Teil
eines Zertifizierungsprozesses, der natürlich hier auch dann gestartet wurde mit der Erstvorführung. Diese Erstvorführung fand statt mit einigen Ländervertretern aus den Vereinigten Staaten, aus dem Bundesstaat Houston meines Wissens, dann aus Kanada, aus Israel, aus Russland natürlich und vor allen Dingen Australien. Und Australien, die waren auch schon, die wollten auch gleich Nägel mit Köpfen machen, die haben schon die Firma gegründet, die das Ganze eben dann durchführt in Australien. Und da wird Junitzki jetzt auch meines Wissens im Januar schon hinfahren und mit denen eben Gespräche führen und das Ganze mit überwachen. Hier haben wir noch eben am 1.2. eine Delegation mit dem Ministerpräsidenten der Russischen Föderation, Dmitri Medvedev. Und er spielte natürlich auch eine wichtige Rolle hier mit diesem Dokument, mit der Zulassung. Wir sehen es hier am 11. Februar war, nicht im Januar, Entschuldigung, 11. Februar war die Vorführung. Und am 25. bekam man dann eben schriftlich diese Zulassung. So, Besuche beim Demonstrations- und Zertifikationszentrum Ökotechnopark in Minsk waren weiter noch einige. Vertreter aus der Schweiz, Vertreter aus Indien, die sehen wir links im Bild, die sind besonders interessiert an der Smart Solution. Das heißt, die haben extremen Strombedarf in den Städten und die wollen eben die Bahn hauptsächlich in den Städten erstmal einbauen. Und hierfür wollen sie in den nächsten 15 Jahren immerhin 1,1 Milliarde US-Dollar locker machen. Nicht gerade wenig. Und auch am 21.12., also so kurz vor Jahresende, war dann auch noch eine Delegation aus Russland. Ich gehe jetzt nicht mehr im Detail drauf ein. Wer sich dafür interessiert, kann sich gerne eben über den Jahresrückblick nochmal das Ganze ansehen. So, und am 1.12. zeitgleich haben dann auch die Fahrtests mit dem Unibike angefangen, die natürlich wichtig sind, um Informationen zu liefern, ob das Ganze funktioniert, ob man etwas verbessern muss über die automatischen Sicherheitssysteme, Steuerungen und so weiter, was halt alles so wichtig ist. Ich gehe jetzt nicht im Detail darauf ein. Und dieser Zertifizierungsprozess mit der Schiene, mit dem Unibike, soll bereits bis Frühjahr 2017 abgeschlossen sein. Das heißt, zur Einweihung des oder zum Ökofest im April, Mai, je nachdem, wir wissen es ja noch nicht genau, Gespräch ist Anfang Mai, 6. 7., aber genau weiß ich es noch nicht, soll das mit Sicherheit schon fahren. Und ich habe heute gehört, dann soll das Unibike schon mit 150 Stundenkilometern unterwegs sein. Also vielleicht dürfen wir dann auch mal mitfahren, wenn wir hinreisen. So, und dann folgten natürlich noch Kooperationsvereinbarungen zwischen der GTI und der Scientific and A Technical Center Research Institute Go Electronic Transporter, was ich habe mir jetzt fast die Zunge abgebrochen. Sind einfach Gesellschaften, die eben für den Zertifizierungsprozess wichtig sind, die das Ganze eben überwachen und auch absegnen. Und da war eben dann natürlich schon eine Delegation aus St. Petersburg auch im Park und zwar also ich weiß, irgendwo Ende Dezember. So. Dann bin ich so grundsätzlich am Ende anbelangt. Wie gesagt, so viele Neuigkeiten gibt es nicht. Die einzige Neuigkeit, die ich jetzt habe, ist, dass also auch das Radio Minsk, ein ganz wichtiger Radiosender in Belarus, das heißt in Weißrussland, bereits berichtet hat und am 27. September Mords drüber gesprochen habe. Es ist ja überall in der Presse, vor allem in Australien, nur es ist, wie es so schön heißt, dort, wo es zu Hause ist, da ja, geht es immer als letztes in die Verwirklichung oder in die Bekanntgebung. Und so ist es natürlich auch in Minsk. Aber jetzt ist es auch so, dass eben dieser Radiosender schon groß drüber berichtet hat. Dieser hat auch eine Abdeckung von über 40%. Und auch die sprechen jetzt schon über diese gigantische Technologie. So, ich bin jetzt soweit mit meinen Ausführungen am Ende und eröffne jetzt mal die Fragerunde zur Technologie.